Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Axel Voss verlässt Politik, nachdem nigerianischer Prinz ihn per Mail zum Multimillionär macht. Wenn Axel Voss seinen Internet Explorer öffnet. Ich finde ja dieses Axel Voss-Bashing echt scheiße. Man sollte versuchen, in den Dialog zu treten. Habe ihn gerade auf MySpace und auf SchülerVZ angeschrieben. Wikipedia ist offline. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Axel Voss nachlesen wollte, was denn nun genau ein Meme ist. Axel Voss lädt zur Diskussion über Memes und Uploadfilter. Axel Voss scrollt nach dem Lesen einer Website wieder ganz nach oben für den nächsten Besucher. Axel Voss hat für alle Cookies gebacken. Axel Voss hat die About Blank Seite als Startseite, weil ihm das Fehlen von Inhalten so gefällt. Axel Voss geht zum Mediamarkt und fragt nach einem WLAN-Kabel. Der politische Berater von Axel Voss. Axel Voss hat im Cyberspace gerade Comic Sans MS entdeckt und findet sie erfrischend peppig, vor allem in bunt. Axel Voss poolt bis heute regelmäßig den Dreck aus dem Trackball seiner Maus. Axel Voss hat WinRAR gekauft. Axel surft jetzt auch im Internet, weil er gehört hat, die Mädels stehen auch auf Surfertypen. Axel Voss traut sich nach 22 Uhr nicht mehr ins Internet, weil sein 56K-Modem so laut ist. Axel Voss verschiebt den Internet Explorer in den Papierkorb und glaubt, er habe das Internet endlich getötet. Axel Voss hat wirklich die AGB gelesen. Axel Voss und die CDU in ein paar Tagen. Dass so viele Plattformen aus Protest nicht erreichbar waren, haben wir gar nicht mitbekommen. An dem Tag war wohl keiner von uns im Internet. Aus Protest zu Artikel 13 geht Wikipedia für 24 Stunden offline. Oder wie Axel Voss sagen würde, Wackelpeter geht wohin? Axel Voss glaubt, Malware sind Stifte. Axel Voss glaubt wirklich, dass einsame Hausfrauen in seiner Nähe mit ihm chatten wollen. Axel Voss Mutter möchte jetzt telefonieren, also alle mal schnell raus aus dem Internet. Axel Voss hat das Jamba-Spar-Abo abgeschlossen. Axel Voss Klingelton ist Polyphon. Axel Voss benutzt nur eine AOL-CD pro Monat, damit sich das Internet nicht so schnell abnutzt. Axel Voss erklärt das Internet gerne als Videotext der Neuzeit. Axel Voss besitzt ein gedrucktes Buch über die 100 wichtigsten Internetadressen. Das muss reichen. Axel Voss liest sich die Tweets zu Hashtag AxelSurf durch und denkt sich, verdammt, woher wissen sie das alles? Normalerweise würde ich niemals so ein Special machen, bei dem ich ausschließlich gegen eine einzelne Person bashe. Das ist erst einmal vorgekommen und das war, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Aber bei einer Person wie Axel Voss, welche so undemokratisch handelt, welche wegen seiner Ahnungslosigkeit in seinem Handlungsgebiet ein derart peinliches Auftreten hat, welcher dem unseriösesten Schundblatt des Landes, der Bild zustimmt, wenn diese sagt, die Demonstranten am Samstag wurden alle gekauft, da kann ich einfach nicht anders. Ich bedanke mich bei allen, die am Samstag auf der Straße waren. Das hier sind gerade die Bilder aus Dortmund. Und der Kommentar der Woche aus Folge 202 ist von The Corrupt. Bei der heutigen Folge musste ich derart heftig lachen, dass ich dabei gefurzt habe im Takt meiner Lache. Und als ich das realisiert habe, habe ich gleich noch einen Lachflash gehabt, der aber ohne extra Vergasung. Ja, ich habe mich sehr amüsiert über diesen Kommentar. Schreib auch du einen Kommentar und gib einen Daumen hoch, wenn du Kommentar der Woche Folge 204 werden möchtest. Bis zum nächsten Freitag. Haut raus! YouTuber, like und abonnier, YouTuber!